Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Buch der Dämonen. Und ja, wir hatten ja jetzt den letzten Quest-Boss fertig und wir können jetzt die Hölle betreten. Zweiter Streich freigeschaltet und wir haben haufenweise Stuff dazu bekommen. Ja, magische Aufwertung, nee, nicht jetzt. Hatten wir schon alles gemacht und jetzt treten wir ein in die Hölle. Wir machen einen 17-Minuten-Run, wird wohl wahrscheinlich eh wieder 20. 8000 Gold soll diese einbringen. Na denn. Ich bin wirklich am Überlegen, jetzt weiter die Dinger hier aufzusperren, weil der wird hier bestimmt 100.000 kosten. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Weil so mit den Karten bin ich eigentlich momentan ganz zufrieden. Aber wir laufen jetzt schon erstmal los. Ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ja, voll aufregend hier und In der Hölle können die Dämonen mit ihren Attacken dein Mana verbrennen. Wenn alle Flammen unter deinen Mana-Kugel entfacht sind, wird durch jeden Treffer eines Dämons zusätzlich Mana verbrannt. Wenn grünes Mana verbrannt werden rechts und links deine Artefaktkarten deaktiviert. Von rechts nach links. This is an evil place. It reeks of ill will and spite. Machen wir mal so. Alter, was für ein Riesenskorpion. Der auch gleich Boss ist. Ich habe mich noch nicht mal bewegt. So, aber... Ich prügel mir einfach weg. Holen uns hier das Gold. Ja, Flammenwichtel. Easy. Okay, nächste Stufe und. Da. Kommen wir eigentlich ganz gut durch. Und da ist er down. Wir haben wieder eine Runenkarte bekommen. Hahaha, Succubus, hier geblieben. Okay, neue Spinnen. Alter. Wow. Ja, der ist wohl ein bisschen böser. Okay, ich muss immer auf meinen Mann achten. Oh, jetzt ist der Weg schon wieder blockiert hier. Lass mich durch. Irgendwann komme ich an dich ran und dann bist du fällig. Sag ich doch. Auf Feuer wird er jetzt nicht so brauchen. Nee, Mädchen. Alter, ich muss raus hier. Hier sind Schuhe, wirklich. Das A und O. Ah, von hinten, von vorne. Schlimm. Okay. Rest in pieces. Karte zum Aufwerten. Nochmal so eine Sonnenrune. Lasst euch in Flammen aufgehen. Und bin Level up. Okay, und die nächsten zwei. Wunderbar. Thank you.
Noch ein Boss. Oh Mann. Sieht der hier schon ganz gut ab. Okay, Griff wegmachen. Na, ja, dein Elektroschatzen juckt mich nicht. Was denn jetzt? Die jucken mich überhaupt nicht. Ja, das war ja jetzt. Oh. Na, kriegen wir dich noch? Ja, sicher. So, einmal am Kranken nuckeln und dann geht's weiter. So, alles aufsammeln. Ich werde mich für Mana entscheiden. Da hier ja quasi die Dämonen, die das Mana wegbrennen können. Die teleportieren sich hier einfach sonst wohin, die Succubusse. Wie es denen beliebt. Na gut, ich kann auch gut was wegstecken mit dem Amulett und so. Ich komme noch nicht mal schnell genug ran. Na, aber jetzt habe ich dich. Wir kommen dem Dämonen der Hölle immer näher, ne? Kann man ihn eigentlich hier unten nur sehen? Ja, hier mit seinem Quietschhähnchen. Na, du? Ja, der lacht mich sogar noch aus, aber warte ab, warte ab, warte ab. Kollege. Ha? Irgendwann sind wir diejenigen, die zum Schluss lachen. Okay, das war jetzt mies. Ich konnte noch nicht mal alle irgendwie ausbremsen. Kam da noch nicht mal richtig ran. Ist ja jetzt richtiges Gegnergespamme hier. Ja, aber unsere Taktik geht gut auf mit den ganzen Blocken. Ab und zu auch mal zurückwerfen. Ja, irgendwas, was wir noch identifizieren können. Ja, bis jetzt bin ich glücklich mit meinen Karten. Auch wie wir regenerieren, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Unsere Regenerationskraft ist wirklich nicht schlecht. Ah, du Schlängel, du. Ja, man merkt, wir sind jetzt auch öfters mal kleinere Sachen da. Ah, gut. Jetzt schlitze ich euch da hinten mal auf. Ah, nee. Du brauchst nicht mehr zaubern. Wie auch immer. Wahnsinn. Sogar leichtes Gift ignorieren wir eigentlich ganz gut weg. Ah, ich kam nicht schnell genug ran. Aber in den ersten Räumen scheinen die nicht wirklich gut aufeinander abgestimmt zu sein. Die haben halt einfach alles. So wie es mir vorkommt. Aha, von hinten also. Ja, wow, wow. Hallo, ihr kleinen Wichtel. Vielleicht verbrennen wir doch einmal ganz schnell. Und da haben wir den Boss. Lord Frostfuchs. Nee, du pupst. Wir machen dich aber trotzdem. Regenerieren nicht einfach weg. Alle zwei Sekunden halt, ne? Jetzt geht's weiter. Na komm. Ah, jetzt verfehl nicht so häufig. Ist nicht mehr lange betäubt. Wunderbar. So, alles wegmachen, was du hier angesetzt hast. Vergiss es. Du teleportierst dich nirgendwo hin. Nein, ich wollte noch nicht durchgehen. Ich bin noch nicht fertig. Wieder zurück. Wir haben doch noch eine Kiste.
die ich scheinbar auch irgendwo schon gesehen habe. Ja, ich laufe natürlich da wieder rein. In guter alter Manier, ne? Wenigstens haben die hier recht viele EP-Sachen. Ah, hier unten ist die Kiste. Ja. Ja, man sollte halt trotzdem alles mitnehmen. Oh, es ist sogar nochmal ein permanentes Life. Und jetzt können wir raus. Und jetzt auch die letzte Ebene machen. Let's see what the gods have in store for me. Vergiss es. Du bleibst hier und stellst dich mir. Oh. Boss und Pokal? Keine Ahnung. Fortune favors the bold. Das knallt hier nur überall und ich habe keine Ahnung. Ich sehe schon gar nicht mehr durch. So, dich. Dann einmal hier nehmen und da und hier und... Hier haben wir auch nochmal was vom Platz. Ah, ich komme nicht rum ran. Hat er sich jetzt wegteleportiert? Aber nicht weit genug. Guck mal hier, deine Wichtel, die mache ich instant weg. Ich bin der Herr des Feuers, denn ich habe den Bräter. So, dann nehme ich mir hier nochmal alles und dann zack. I prevail. Jawohl. Es gibt hier gerade ein Achievement nach dem anderen. Spiel mit dem Boss. I like that. So, und hier auch nochmal. Let's be cautious. Die nächste Kiste, die Flugkiste. Okay. Oh, das ist ja richtig unfair. Jetzt teleportieren sie sich in den ganzen Dungeon. Hin und her. Oh, das ist ja fies. Nicht teleportiert. Hört auf. Hör auf. Nicht überall teleportieren. Wo kommt ihr denn her? Längle der Horror. Okay. Mein Mana brennt schon. Die erste Karte ist sogar schon umgedreht. Weil ich halt kein Mana mehr habe. So. Muss halt auch passen. Ich habe extra eine 10er genommen. Als erstes, damit der Gürtel halt noch ein bisschen Pufferung hat. Weil wenn der Gürtel weg ist, dann habe ich echt ein Problem. Oh, sehr schön. Cool, wie meine Tastatur dann immer leuchtet. So, das machen wir auch nochmal weg. Vergiften uns natürlich nochmal, warum auch nicht. Oh, den habe ich noch nicht. Dämonenring. Ein Ring der Macht. Urnahre deine innere Flamme. Chancen, Eisschaden zu widerstehen, wenn du im Feuer stehst. 50%. Feuerschaden schadet nicht magischen Schilden. Monster werden verlangsamt, wenn sie durch Feuer gehen. Das heißt, ich könnte diesen Ring eigentlich auch irgendwie einbauen. Ah, mal gucken. Und mit der Feueraxt und mit dem Bräter auch nochmal gut was rausziehen. Aber das war's schon. Das war ja jetzt wirklich ein bisschen weiter kurz, aber da haben wir bestimmt noch ein bisschen was in der Stadt zu erledigen. Na gut, ein Achievement haben wir nur bekommen. Ja, Stadtbesuch. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Ganz schön viele Achievements bis jetzt. Missed me already? Stay and listen for a while. Wir hätten drei normale. Oder wir könnten den Platz freischalten. Wie gesagt, der Platz bringt mir eigentlich nicht viel.
könnte da halt ein normalen Gegenstand noch reinpacken erstmal. Weil, wie gesagt, wenn die Dämonen uns ständig das Mana wegbrennen, sind schon mana-technisch am Limit, so viel Ausrüstung, wie wir haben. Da müssten wir echt mal schauen. Bis jetzt ging es zwar, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Wir werden es trotzdem freischalten, weil somit haben wir quasi eine Fähigkeit mehr. Na? Das heißt, wir sind jetzt auch so gut wie am Limit. Und hier haben wir Klingensturm der Zeit der Macht. Okay, und was haben wir hier? Eine Runenkarte. Brauchen wir jetzt nicht so. Und noch eine Runenkarte. Aber diesmal wenigstens eine etwas größere. Gut, die Runenkarten hatte ich jetzt nicht so gebraucht. Und 100.000 kostet die nächste Freischaltung. Also wie gesagt, ich würde den Ring gerne reinnehmen. Wir hätten auch das Mana übrig. Aber wie gesagt, Feuer schadet nicht magischen Schilden. Wäre halt auch mega nice, aber wir schieben jetzt erstmal alles eins weiter und dann gucken wir mal. Hier, das war Giftdauer 3 bis 6 Sekunden, Abklingzeit 10 Sekunden, beeinflusst durch Skelettgürtel. Oder aber wir nehmen die hier, schmettert gefrorene Herzen. Ich denke mal, wir nehmen die Giftbombe mit. Haben sie jetzt zwar nicht in gut oder so, aber wir haben wenigstens eine. Anzahl der Bomben 10. Was? Ach, ich schmeiß 10 Bomben, oder was? Ja gut, müssen wir mal ausprobieren. Gucken wir mal kurz beim... Ne, aufladen, da fehlt jetzt nur eine. Wenn ich dich jetzt aufwerte, was würdest du machen? Anzahl der Bomben 12 und Ladung würden auf 8 hochgehen. Schwierig. Na gut. Lassen wir erstmal so. Wir haben ja noch keine gute Bombe. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen kurzen, mega kurzen Run. Können wir sowas starten? Ne, das Minimum wäre 10 Minuten. Das ist doch ein bisschen zu lang. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal einen Cut. Auch wenn es jetzt mal eine kürzere Folge ist. Und wir machen dann in der nächsten Folge einen längeren Run dafür. Also, schaltet wieder ein und bis dann.